Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Phantasia. Letztes Mal haben wir Demizel besiegt und hier unser neues Mitglied da rechts unten, Archie, bekommen. Wir haben 22.277 Gold. Ja, ich möchte mich jetzt etwas umgucken, weil... Oh nein, ich nies gleich. Ich hoffe, ich vergesse den nicht rauszuschneiden. Warum jedes Mal? Ja, ich weiß, draußen ist windig. Mach mal. Und du auch. Fireball und Sylphen. Danke. Gut, einer ist tot. Und der auch. Speerlinse. Die Gegner hier sind ja nicht sonderlich stark. Vielleicht sollte ich eine heilige Flasche einsetzen. So. Kann ich mich wenigstens in Ruhe umgucken? Okay, da ist eine Stadt. So, ich muss noch weiter zurück. Hier schon wieder. Nein. Vernichte das Dorf. Demizel der Arsch. Aber ich habe ihn schon... Weil sein Arsch liegt schon auf Grundeis. Das war... Genau. Ja, magische Seelen. Warum sagst du nicht nichts dazu? Warum lest du die Bücher nicht mal durch? Nee, macht er nicht. Sind er dann nicht interessant genug? Und hier rein. Euklid. Klaas Bibliothek, vier Elemente. Vielleicht gibt es irgendwas. Weh, du sperrst mich ein. Hau ab. Vielleicht gibt es irgendwas Interessantes. Magische Hierarchie, bla bla bla. Sehr geehrter Klaas. Ich bedauere. Dings und das und jenes. Ich bedauere, dass ich Ihnen den Brief geschrieben habe. Ja, meine heilige Flasche ist wieder weg. Hier ist nichts. Der Zeitungsartikel. Wie man Seelen beherrscht, das weiß ich auch schon. Ja, lese mit mir zusammen ein Buch. Und mit Zaubersprüchen. Archie lernt beerdigen. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich jede Bücherei suchen. Oh, das kann dauern. Hallo. Gut, wenigstens habe ich jetzt was gelernt. Da! Es ist ein Comic. Archie lernt Eistornado. Okay, Archie lernt geiles Zeug irgendwie auf einmal. Das will ich aber so einsetzen. Gut, ich werde weiterhin jetzt meine Augen und Ohren aufhalten nach Büchereien. Da, dumm, meine Nase. Ich hasse das. Vor allem, wenn das in einem Part ist und ich es nicht verhindern kann. Oh, das Haus der Katzen. Oh, ab, Kitty Cat. Danke. Das ist eine Bücherei. Bringt nichts. Eine Bücherei. Hau ab, Katzenvieh. Danke. Scheiß Katze, muss immer im Weg sein. Hier liegt nur ein Haufen Gemüse. Hier vielleicht? Ja, da hinten, aber komme ich nicht hin. Ansonsten nichts mehr, oder? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann setze ich jetzt wieder meine heilige Flasche ein. Die ich mich weiter umgucken kann.
das war's. So, komplett zurück jetzt, naja. Njum, njum. Moment, jetzt kann ich mal einsetzen. Erst beerdigen. Oh. Okay. Gesehen, was es macht. Das sieht irgendwie unspektakulär aus. Na gut, dann als nächstes in Eistornado. Umgucken, gibt es hier noch irgendwo was? Ein einzelnes Haus. Das ist eine Höhle. Da war ich, glaube ich, schon mal drin. Hm. Wo ist denn da? Scheiß Eule! Toll! Sie ist gestorben, ohne dass ich was machen konnte. Was zaubern. Jetzt bin ich wieder hier. Aufladen. Wobei, vielleicht gibt es hier Zaubersprüche. Nö. Ja, oh, Menschenmenge. Die stehen alle im Weg. Oh, Alter. Schön, mein Bruder getroffen, er lebt in Venezia. Ja, und ich soll dir Grüße von ihm bestellen. Irgendwann werde ich ihn auch mal besuchen. Diese junge Frau kann Magie benutzen. Ich werde sie ein Zauber. So, und diese Frau kann. Geil. Und diese junge Frau kann Magie benutzen. Ich werde sie einen Zauberspruch lehren, der in meiner Familie von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Ausbruch. Gut, kann ich noch einen Zauberspruch testen? Irgendwann werde ich das Schönste und Geilste sein. Lava verbrennt die Gegner. Klingt stark. Sonst ist hier nix. Irgendwo was. Da ist ein Haus. Ein Haus mit nix. Toll. Damit nix. Eine alte Fetzen hier. Bienen. Ja, dann mach mal. Icy Tornado. Easy. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal Ausbruch einsetzen. Damit wir alles mal gesehen haben. Ich hab's nicht verstanden. Boah. Bums. Sieht doch wesentlich besser aus. Sieht dieser Fireball. So. Das nervt. Vor allem so Bienen. Warte ab. Die Biene zerstechen ist gerade nicht die klügste Variante. So, jetzt reicht's. Ups. Ach, scheiße. Fühle ich mich doppelt so beschützt. Ich habe hier in Materie gejagt. So. Komme ich hier noch irgendwie anders raus aus dem Wald? Pixelpuppe, ja danke. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Nur deswegen bin ich hier gekommen. Ruhe. Jedenfalls kriege ich hier gut Apfelbonbons. Weiter geht's hier nicht.
Ah, kannst mir nichts anhaben, du Biene. Jetzt habe ich 5 Apfelbonbons bekommen, das ist ja geil. Muss ich mir die nicht kaufen. Dass ich nur 15 von einem Item haben kann, das ist schon irgendwie ein bisschen doof. Das Ding ist schon wieder weg. Lädt aber nicht so lange. So beschützt fühle ich mich auch nicht. Eigentlich will ich da unten hin. Ja, da unten kann ich offensichtlich gar nicht hin. Im Moment da oben. Da. Na gut, hat der Abstecher wenigstens was gebracht. Gar nichts. Und das Ding ist schon wieder weg. Wofür ist das hier überhaupt? Zählengrotte. Durch die richtige Silbenfolge aus. Kuni. Keine Ahnung. Pfeifen. Ups, das wollte ich gar nicht. Das heißt, ich muss hier später hin, oder? Ich könnte auf gut Glück versuchen. Inupiku. Falsch. Piku. Piku. Zweimal versuche ich es noch, danach lasse ich die Scheiße. Aber Kiku, das klingt schon mal. Das klingt interessant. Okay, machen wir mal Kiku. Kiku. Kikopi. Kikopimu. Falsch. Na klar. Keine Ahnung. Ich lasse es. Danke. Der Mix ist da ein bisschen zurückgelehnt, du meinst jetzt, also falls ich jetzt etwas leiser klinge. Bin ich auf einmal müde. Bin ich gerade erst aufgestanden, vielleicht deswegen ja auch. Ich glaube nach dem Party mache ich wieder Schluss. Weil irgendwie bin ich gerade zu müde. Danke, dass ich jetzt auch noch gamen darf. Überlebt. So. Vielleicht sollte ich mir auch wieder so ein Schinkenbrot machen. Lecker Schinken. Schinken zum Stinken. Nee.
Schon wieder. Das Mal muss ich durch dieses vernichtete Dorf. In meiner Flasche ist schon wieder leer. Keine Ahnung, ob die überhaupt was bringt. Ich werde ja trotzdem angegriffen. Toll, jetzt bin ich hier und jetzt. Naja. Irgendwo ganz unten war so ein Laden, wo ich die Dinger kaufen konnte. Das war aber nicht hier, oder? Nee. Jetzt ist schon wieder weg. Genau hier irgendwo. Da, weg da. Flasche. Da. Perfekt. Null? Oh, dann wird einen gekauft. Beste Verkäuferin hier. Vinicius Hafen. Du, dir muss ich reden, oder? Dann legt ihr ab, schwer zu sagen. Okay. Du lasst mir das, Jungs. Hey, Seemann, weißt du was? Du darfst Sachen mit mir machen. Oh, Aji, ja, von mir aus. Ist die Segel. Oh Mann, warum? Offene Meer. Naja, fast. Reise dauert ziemlich lange. Ich liebe den Ozean. Oh, ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Arme Mint. Und Wolf, da welcher bist du her? Was meinst du? Okay, das will ich jetzt auch wissen. Der Bein gefällt dir besser. Wind hat diese stille Eleganz, aber ich würde das Archie ziemlich geil, ziemlich geil abgeben würde. Oh. Klaas, ich kann nicht glauben, was du da gerade gesagt hast. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen den beiden hätte, was glaubst du wohl, wenn ich lieber ficken würde? Das steht da wirklich. Monetarisieren, goodbye. Aber ups, ich monetarisiere sowieso nicht. Hahaha. Warum? Was für... Ja, Übersetzung, gut und schön, aber... Was soll Miranda von dir denken würde, Klaas? Du kannst doch nicht einfach so irgendwelche anderen Mädels vögeln. Ja, Miranda, deine Frau oder... Was auch immer. Ich glaube, das soll seine Frau sein. Laber doch keinen. Miranda hilft mir nur bei meinen Nachforschungen. Oh ja, ich kann mir gut vorstellen, wo sie am liebsten nachforscht. Oh Gott. Warum? Okay, du hast mich erwischt, Wolf. Der war gut. Okay, also wirklich? Hey, worüber redet ihr beiden? Gar nichts. Männersache. Ach kommt schon, ich will es aber wissen. Oh mein Gott. Seid ihr auch Abenteurer? So mehr oder weniger. Ich heiße Mia und ich bin eine Kriegerin. Und du willst in die Armee eintreten? Nein, ich bin auf dem Weg wie Min Morias. Ich bin eher so eine Art Schatzsucher. Die Min Morias? Ja, die uralten Höhlen der Zwerge. Aber erstmal brauche ich die Erlaubnis des Königs von Alvanista, um dort hineinzukommen. Und du glaubst wohl, die würdest du so einfach bekommen, was? Naja, ich habe gute Beziehungen in der Gilde der Abenteurer. Ich bin hungrig. Man sieht sich dann in der Cafeteria. Macht's gut. Cafeteria? Wir sind auf einem Schiff. Heißt das nicht Kombüse?
Ich habe auch Hunger. Überlegt mal, wir haben eine ganze Zeit nichts Ordentliches gegessen. Lass uns mal was einkaufen. Okay, der Text gerade eben. Ich glaube, ich lasse das einfach unkommentiert so. Ficken, Vögeln. Geile Musik. Hat wieder so was Jazzmäßiges. Ah, Jazz ist genial. Eigentlich stand ich früher Jazz eher neutral gegenüber. Naja, ich fand Jazz auch gut, aber hab's nicht dauerhaft gehört oder so. Aber seit Toho können wir uns hinsetzen. Ja, wo können wir uns setzen? Hey, ihr da! Hallo! Setzt euch zu mir! Am besten nicht unhöflich sein. Der setzt sich neben sie. Darf ich euch einen Kölsch ausgeben? Was ist ein Kölsch? Ist wahrscheinlich irgendein alkoholisches Getränk, aber ich habe keine Ahnung, was ein Kölsch ist. Endlich meine Frau, genau nach meinem Geschmack. Auf Ex! Prost! Ich habe jetzt keine Gläser da, um anzustoßen. Vor allem, warum sollte ich auch zwei Gläser hier haben? Ich habe nicht mal eins gerade da. Habe ich irgendein anderes Glas in der Nähe? Nö. Verdammt. Hey, Barkeeper, mach eine Runde für uns. Eine Stunde später, oh Mann. Total betrunken. Können wir jetzt mal gehen? Ja, das bin wirklich ich, weil ich ja kein Alkohol trinke. Ich langweile mich hier zu Tode. Noch eine Stunde später, wow. Trinkt Archie da auch einen Alkohol? Wie viele Flaschen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott, die werden sich das sowas von übergeben. Archie, bist du nicht schon voll? Nimmt halt gar nichts, aber gut, er ist ja auch nicht. Hier geht's ja schlecht. Nach einer weiteren Stunde, wow. Aber gut, ich und Vince sind schon weg. Und Archie ist am Tisch angepennt. Wundert mich nicht. 3 Stunden haben wir jetzt gesoffen. Und dann sagte der Wirt, ey, das ist doch keine Ernte. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ich guck mich um. Ich meinte eigentlich, muss ich jetzt betrunken reden. Ich war noch nicht betrunken. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt kommentieren soll. Wartet, ich kann noch einen geilen. Nein, bitte nicht. Noch einer und ich. Ich mach mir die Hose. Ich werde euch ein Geheimnis erzählen. Nichts. Ich kann jetzt nicht rülpsen. Und draußen gehen gerade Leute herum. Keine Ahnung. Ich kann nicht auf Kommando rülpsen. Na, sag schon. In Wirklichkeit gehe ich gar nicht nach Moria. Was redest du da? Oh, ein Wolf! Hör auf! Oh. Oh. Das fühlt sich so geil an. Um ehrlich zu sein, verkaufe ich vertrauliche Informationen der Regierung, Analystas, an einen Spion der drei der analytischen Gilde. Was denn für eine Information? Draußen wirkt Analysta friedlich, aber ein paar Hardliner werden von der aus kontrolliert.
Aber woher weißt du das alles? Ja, es kontrolliert sogar den Prinzen. Deswegen verweigert der Minister auch, er ist auch. Da ist ein Rufzeichen hinter Prinz und danach trotzdem klein, aber egal. Deswegen verweigert der Minister es also auch, in den Krieg gegen der auszuziehen. Sie nicht mehr hat der Schachzug, ne? Ich will ja keine Ahnung. Oh Gott, ja! Ja! Na los, Wolf! Bist du Achsen hier? Ja, ich kann da nicht. Ich kann da nicht ernst bleiben. Oh, Wolf, ja! Aha. Wir hin, das bleibt unter uns, klar? Unter uns, besten Freunden. Ich sollte mal zu Bett gehen. Ja, ich auch. Oh Gott, dieser Part. Ja, Gino, du gehst auch zu Bett. Billiges Flittchen. Oh Wolf, du warst der Wahnsinn. Soll ich das fünf morgen erzählen? Ach nee. Boah, du bist schwerer als du aussiehst. Dahergeschliffen. Was zum Henker ist hier los? Oh Mann, du wiegst ja eine Tonne. Okay, da wären wir. Ins Bett geworfen, so ein Sack Kartoffeln. Oh je, jetzt hat sie einen Kater. Ja gut, das wundert mich nicht. War ja stockbesoffen. Was ist los, Mia? Mia, also Mia. Wolf, pass auf. Klaas. Das ist Mia, sie ist besessen. Ich kann das Böse in ihr spüren. Klaas, was soll das heißen? Boah, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gesoffen. Klaas, ab in dein Bett. Ich werde mal nach Mia sehen. Okay. Mama. Mama. Archie, wach auf. Ich kann nicht auf Kommando rülpsen, so. Scheiße, verdammt. Ich habe einen Kater. Das glaube ich nicht. Glaub's lieber, so viel wie die getrunken hat. Mint. Mint, aufwachen. Ein Monster ist an Bord. Ja, mir geht schlecht. Schiffe sind echt nichts für mich. Die Arme. Okay, aber ich werde jetzt safen. Und den Part hier beenden. Oh, die sind alle. Was war das für ein Part? War egal, das war Tales of Phantasia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.